Willkommen zum ersten Teil meiner Pflanzensammlung. Das wird jetzt eine kleine Videoreihe. Bis ich mit meiner kompletten Sammlung durch bin, kann es ein bisschen dauern. Und ich wollte das nicht in ein riesen Video packen. Deswegen gibt es jetzt die nächsten paar Wochen mehrere kleine. Und wir beginnen jetzt mit den Philodendren. Den Glorious habe ich seit Anfang April. Der ist leider in einem nicht so guten Zustand bei mir angekommen, aber ich konnte ihn, glaube ich, ganz gut retten. Zumindest wächst er jetzt richtig gut. Den Splendid habe ich schon länger, aber da tut sich schon seit Monaten einfach nichts. Ich glaube, es liegt daran, dass alle schlafenden Augen schon aufgebraucht sind. Und bei dem Kauf wurde ich, glaube ich, leider über den Tisch gezogen. Zumindest habe ich den im Internet bestellt und habe es auf den Bildern nicht richtig erkannt. Und ja, ich habe jetzt nicht mehr wirklich große Hoffnung, dass jemals da noch ein neues Blatt entsteht. Aber er lebt zumindest noch so halb. Vom El Choco Red habe ich zwei verschiedene Pflanzen. Einmal eine große Pflanze, die hat auch leider Sonnenbrand bekommen, weil ich den in der Sonne stehen hatte und der hat auch Blattschäden vom Umzug, wie ihr sehen könnt. Und dann habe ich den El Choco Red noch als kleinen Ableger. Das ist aber kein Ableger von der großen Pflanze, sondern das waren zwei komplett verschiedene Pflanzen. Dann habe ich einen Dean McDowell und auf den bin ich so stolz. Ich glaube, der ist einer meiner Lieblingsphilodendren so aktuell. Pflanzen erkennt ihr vielleicht wieder, weil ich die erst vor kurzem gezeigt habe. Aber ich dachte, ich nehme den Pseudovirucosum der Vollständigkeit halber trotzdem mit ins Video. Die Royal Queen habe ich als riesengroßen Stammableger bekommen und ich hatte die Hoffnung, dass die Blätter irgendwie schneller größer werden, aber die Blätter sind immer noch winzig klein und ich bin mir auch irgendwie, um ehrlich zu sein, nicht sicher, ob das die richtige Bezeichnung ist. Mal schauen, ob diese Pflanze vielleicht in 5 Jahren irgendwann mal schöne große herzförmige Blätter bekommt, so wie der Stammableger das hatte, als er bei mir eingezogen ist. Dann habe ich noch 2 Verrucosum. Das war eigentlich auch mal eine große, schöne Pflanze. Die hatte ein bisschen Befall und dann habe ich die in 2 Teile geschnitten. Und erstmal habe ich beide bewurzelt und dann habe ich halt, weil ich 2 Pflanzen jetzt hatte oder habe, eine in Vulkatec gesetzt, also mineralisches Substrat, und den anderen habe ich in Erde gesetzt. Und ja, denen geht es leider immer noch nicht so top, wie man sehen kann, aber ich gebe mein Bestes.
nämlich noch einen Florida Ghost, der jetzt längere Zeit nicht so krass im Hellen stande, weswegen der auch keine krass hellen Blätter hat. Ich habe den im Oktober 2020 bei Kylie Allen gekauft und das ist quasi der Kopfableger und ich habe noch eine Mutterpflanze dazu, aber die habe ich jetzt nicht mit ins Video genommen, weil ich die erst vor kurzem geschnitten habe und von dort einen Ableger verkauft habe und die Mutterpflanze sieht jetzt wirklich nicht schön aus. Dann habe ich noch einen Pastazanum, der ist wirklich schön. Den Pastazanum habe ich mir eigentlich nur gekauft, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keinen McDouble hatte und der mir aber voll gefallen hat. Kurze Zeit später habe ich dann aber einen bezahlbaren McDouble gefunden, aber ich bin irgendwie immer noch begeistert von dem Pastazanum. Also eigentlich hätte ich mir den wahrscheinlich nicht gekauft. Normalerweise kaufe ich eher selten Pflanzen, die mir jetzt nicht zu 100% gefallen, weil ich sowieso schon viele Pflanzen habe und ich auch meine Sammlung nicht unendlich erweitern kann. Bei dem war es wirklich so eine Ausnahme und jetzt freue ich mich einfach nur so krass, dass der in meiner Sammlung ist. Als letztes in diesem Video habe ich noch den Mikans oder Mikans und das waren aber noch nicht alle Philodendren. Aber damit das Video nicht zu lange wird, habe ich mir gedacht, zeige ich die euch dann im nächsten Video. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Ich würde mich mega darüber freuen. Dankeschön fürs Anschauen.